Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Hallo liebe Bewohner, es ist Montag, der 29. Juni 2020, 16.22 Uhr hier auf Uxeltopia. Oh, heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Aber ich habe mit meinen Eltern per Videochat gesprochen und es geht ihnen toll. Hey, ach du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Vielen, vielen Dank, Melinda. Ja, und wir beginnen heute den Part mit einer Beichte. Ja, ihr habt richtig gehört, mit einer Beichte. Denn ich habe letzte Woche ein bisschen mehr vorgedreht, damit ich streamen kann. Hab dann irgendwie so zweimal gestreamt, hab mir so ein paar Nutzerinseln angeschaut, beziehungsweise ein paar Abo-Inseln angeschaut, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat übrigens. Ja, hab dafür aber die Zeit auf das aktuelle Datum zurückgestellt, also ich drehe ja immer in der Zukunft, hab dann aber zurückgestellt und dadurch sind mir die Rüben vergammelt. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Und jetzt habe ich erstmal grundsätzlich 300.000 Sternis in den Sand gesetzt. Ja, ich weiß, das ist nicht so cool, aber ich dachte mir, wir machen einfach mal das Beste aus der Situation. Und zwar ist es so, dass man auf verdorbenen Gegenständen bzw. auf Obst oder Gemüse Ameisen und Fliegen finden kann. Und ja, deswegen, wir lassen jetzt einfach mal die verdorbenen Rüben hier oben liegen und wir schauen mal, ob wir da irgendwie eine Ameise oder eine Fliege abgreifen können. Also wie schon gesagt, ein bisschen Glück im Unglück, wenn man es jetzt so nennen will. Ob eine Fliege bzw. eine Ameise jetzt 300.000 Sternis wert ist, das dürft ihr jetzt einfach mal selbst bewerten. Oder ob es eine massive Geldverschwendung war. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, und ich habe auch ordentlich Post bekommen. Nur mal einmal dieses Symbol hier weggemacht, beziehungsweise habe einmal alles ganz kurz geöffnet, damit das nicht die ganze Zeit hier rumplinkt. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns doch erst einmal die Post an. Wirklich sehr, sehr viel Post. Ja, Dave macht einfach mal den Anfang. Ach, Huxel, du hast raue Haut und willst zukünftig vegan leben. Du beneidest deine Kollegen um ihre Haut, willst aber keine Tierprodukte benutzen. Du wirst mich lieben. Gruß, deine Lieblingsananas. Sehr schön. Die Briefe von Dave. Lieber Huxel, ich habe dir bisher immer Sachen geschenkt, die du haben wolltest. Auch wenn du es noch nicht wusstest, dass du sie willst. Doch du musst im Kopf behalten, dass ich unberechenbar bin. Dein Chaos-Kopf. Dave. Chaoskopf. So, hat er noch mehr geschrieben? Dave, Dave, Dave. Ja. Lieber Donald, Huxel, Huxel. Ich verwechsel manchmal ein paar Namen. Ich habe deine Freundin vorhin gesehen. Sie hatte etwas auf dem Kopf. Wusste gar nicht, dass du auf sowas stehst. Egal, ich habe dir das auch gekauft. Dein Cousin Gustav Ganz. Ach so, deswegen Donald. Aha. Lizenzklage von Disney ist raus. Dave, Dave, Dave. Noch mehr von Dave? Huxel, oh nein, es kommt echt nicht oft vor. Aber ab und zu kann das doch Realität werden. Manchmal wird der Toiletteninhalt des Flugzeuges aus dem Fenster geworfen. Da kann schon mal was auf dem Kopf landen. Das Geschenk kommt von mir. Annie. In Klammern Fake Annie. Oh Mann, die Briefe sind so geil. Dave hat aber noch mehr geschrieben. Lieber Huxel, deine Insel ist wahrlich wunderbar geworden, auch wenn du noch viel vorhast. Das war ein sehr steiniger Weg, doch er ist erst zur Hälfte bestiegen. Doch eines kannst du immer gebrauchen. Was wird das wohl sein? Sein! Dein Dave. Und zu guter Letzt, ring, 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 Huxel, Huxel, hier ist dein Anruf. Also, der Anruf ist für dich. Die 80er sind dran, sie wollen ihren Retro-Look zurück. Was? Nein, das ist kein Scherz, du musst die sicher aufbewahren. PS, du siehst heute verdammt gut aus. Ja, ich würde sagen, kreatives Schreiben. Dave kriegt eine 1. Sehr, sehr cool. Waren das alle von Dave? Darf Dave und Devin jetzt hier nicht verwechseln? Dave, Dave, Dave. Ja, dann schauen wir uns doch mal die ganzen Geschenke von Dave an. Und wir haben eine Gurkenmaske. Oh la la, le Gurkenmaske. Dann ein Spitzpfostenzaun. Sehr nice. Dann haben wir ein Riesenschleifchen. Einen Riesenschleifchen, ja. Deutsch läuft bei mir. sieht aber süß aus. Ja, meine sieht aber goldig aus.
Dann haben wir als nächstes ein Softeishut. Ja. Steine, wer hätte es gedacht? Und eine Pixelbrille. Ich finde, ich sehe wunderschön aus. Der laufende Kothaufen-Huxel wird jetzt seine Post weiterlesen. Und zwar haben wir als nächstes Briefe von Devin. Lieber Huxel, hiermit vermache ich mein Erbe an Huxel. Wenn du Flecki anzündest, kriegst du die andere Hälfte meines Erbes. Auf ein tolles Leben noch von Devin. Dann haben wir... Lieber Huxel, sinnlose Worte, irgendwas über Freundschaft, dummer Wortwitz, Absender von Devin. Ja, aus dem Baukasten, passt, ne? Und noch ein Brief von Devin. Lieber Huxel, Experiment 1, behalte ich das Item von Devin. Okay, dann schauen wir mal. Unterhalten wir. Golderz, oh, nice. Eine Monsterfigur. Wow, und eine Siegesfahne. Wie sieht die denn aus? Victory! Huxel hat gewonnen. Was auch immer. Sehr nice. Dann haben wir noch mehr Post. Oh Gott, Leute. Und zwar von Niki. Lieber Huxel, es war schön, dass du auf meiner Insel warst. Und danke, dass du meine Insel schön fandest. Und als Dankeschön bekommst du von mir ein Geschenk. Was auch immer das sein mag. Und, lieber Huxel, ich möchte mich dafür bedanken, dass du meine Insel gut bewertest und dass du mir bis jetzt immer ein Herz auf meinen Kommentar gegeben hast. Dein Niki. Sehr schön. Die nächsten Geschenke sind ein Go-Brett und KK-Etüde. Oh Mann, ich krieg so viele Geschenke. Das ist echt klasse. Jetzt haben wir noch Enza. Lieber Huxel, Punkt, dein einfallsloser Enza. Sehr einfallslos. Boah, Leute, ich komme hier aus dem Geschenköffnen gar nicht mehr raus. Ein UFO! Ah, stimmt, das hatte er mir gesagt. Während des Streams schon, dass er mir das schicken würde. Dann Nessie, lieber Huxel, das brauchst du die ganze Zeit. Deine Ness. Was brauche ich? Ich meine, ich brauche viele Dinge, aber... Eine Leiter! Für alle, die die Streams nicht gesehen haben oder nicht nachgeschaut haben, ich kann es euch aber nur sehr empfehlen, die Streams nachzuschauen. Ich habe die ganze Zeit keine Leiter dabei gehabt und ja, bin da so ein bisschen dran verzweifelt, das ein oder andere Mal. Also tatsächlich ein sehr, sehr, sehr nützliches Geschenk. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch Kate. Lieber Huxel, kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich so? Huxeltopia erinnert mich irgendwie an Huschke. Komisch, deine verwirrte Kate. Und, lieber Huxel, für deine Küche, deine Kate. Leute, so viele Geschenke. Poster von Huschke, nice. Und ein Topf. Ah, die kenne ich schon, die Bastelanleitung. Ich glaube, die habe ich sogar schon irgendwo hingestellt, die Töpfe. Trotzdem, Dankeschön. Und als letztes, die Schadner Haar. Lieber Huxel, ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt dir dein neues Poster von Olivia. Von deiner einfallsreichen Ishatna H. Sind einfach den Standardtext genommen, aber nein, ist schon okay. Boah, Leute, hab ich viel Post gekriegt, ey. Alter Schwede. Krass. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die mir was geschickt haben. Vielen, vielen Dank an Dave, an Ishatna H., an Enza, an Niki, an Nessie, an Devin, an Kate, an... Niki hatte ich schon, Ishatna H., an alle. Einfach herzlichen Dank. Dass ihr mir immer so viele coole Sachen schickt. Also vielen Dank. Ja, dann packen wir das ganze Zeug erstmal ins Lager. Ja Mensch, ich komme ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Die vergammelten Rüben, die habe ich schon fast wieder vergessen. Ja, wobei, ich muss immer an die Ameisen und an die Fliegen denken. Also, ganz so schlimm ist das Ganze also nicht. So, das kommt jetzt erstmal alles ins Lager. Dann schauen wir einmal ganz kurz, ob wir hier KK-Etüde schon haben. Ich meine aber, ich hätte das schon. Ah, ich glaube, ich habe das schon. Also nur, weil ich die Gegenstände jetzt ins Lager packe, heißt nicht, dass ich die nicht auch irgendwo hinstelle. Aber ich will die erstmal im Lager haben. Und dann gucke ich mir die nochmal genauer an. Und ja, dann schaue ich...
dass ich irgendwie einen Platz dafür finde. Achso, apropos Lager. Moment, ich hatte noch ein Musikstück hier im Lager. Das wollte ich mal einmal ganz kurz rausholen. Was war das denn? Da, KK Milonga. Das ist, glaube ich, noch neu. Boah, die ganzen Fossilien. Naja, es wird langsam mal wirklich Zeit, ins Museum zu gehen. Ansonsten habe ich noch irgendwelche Gegenstände. Ich habe während des Streams noch ein paar Gegenstände bekommen. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Ich habe die nämlich auch alle ins Lager gepackt, schon die Gegenstände. Wenn ich jetzt hier mal so durchgucke, nee, ich weiß gar nicht mehr, welche Gegenstände ich geschenkt bekommen habe. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Gegenstände noch gekriegt. Und ja, wir nehmen jetzt, wir machen es wie immer. Also ich nehme ab und zu mal Gegenstände hier aus dem Lager raus und platziere die dann eben auf der Insel. Aber schauen wir erst einmal, wie es hier mit neuen Songs aussieht. Ja, okay, den Song hier haben wir schon, KK Etüde. Aber KK Milonga ist neu. Ich finde, es hat was. Es ist, ja, doch, es ist durchaus ganz, ganz cool eigentlich, das Lied. Schaut euch übrigens mal im Hintergrund an, wie KK aussieht. Ich möchte jetzt nicht erzählen, woran KK mich da erinnert, aber er erinnert mich an eine Person des öffentlichen Lebens, sagen wir mal so. Mann. Was hatte ich denn jetzt vorher an Gumbo, ne? Ah, Gumbo. Gumbo Beste. So, Leute, dann können wir jetzt endlich unseren Inselrundgang antreten. Ah, ich liebe das, so viel Zuschauer auszubekommen. Da ich nicht jeden Tag spiele, sondern nur alle paar Tage mal und dann immer an einem Tag mehrere Parts drehe, ist es nur leider so, dass ich immer sehr, sehr viel Post auf einen Haufen kriege. Weil ich halt zwischenzeitlich nicht im Spiel war. Aber andererseits ist es auch ganz cool, wenn man dann einen Part hat, wo man so viele Briefe hat. Warum nicht, ne? Ich habe mir jetzt übrigens auch mal vorgenommen, nicht mehr so oft an den Fischen ran vorbeizulaufen. Und dann werde ich... Ja, so viel zum Thema Fische. Ein Reifen! Der ist reif für den Müll, würde ich sagen. Ja, ja. Aber Moment. Jetzt, wo ich den Reifen gerade gesehen habe. Ich habe gelesen im Internet. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber ich habe gelesen, dass Rüben... Ameisen! Leute, Ameisen! Das sind Ameisen! What? Das ging ja schnell. Oho, eine Ameise, von wegen stark. Das Mehrfache ihres Gewichts schaffe ich auch. Ich habe gelesen, dass man Ameisen eher auf dem Gras bekommt, also wenn man Müll auf den Gras, aufs Gras legt, und dass man Fliegen eher bekommt, wenn man Müll auf den Weg legt. Also hier sollte jetzt eigentlich eher... Tja... Eine Fliege spawnen. Fliegen auf dem Weg, Ameisen auf dem Gras. Ja, doch, so war das, glaube ich. Ey, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, aber... Es wird unsere Chance jetzt nicht vermindern, noch eine Fliege zu bekommen. Ja, das ging ja echt ruckzuck. Alter Schwede. Apropos ruckzuck, hier haben wir auch schon die Flaschenpost. An den Finder. Gestern kam mir beim Comiclesen eine tolle Idee für eine Bastelanleitung. Und du bist dann wohl der vom Schicksal auserwählte Empfänger. Also, basteln, dann allen zeigen. Zita, Bastelstar. Eine Anemonenkrone. Ach, wenn wir schon hier sind, dann kaufen wir auch mal ganz kurz bei Aziza ein. Hallo Aziza. Salam, man nennt mich Aziza. Ich rede sehr viel. Das stimmt. Also wir nehmen erst einmal alle Teppichgrößen. Angefangen beim kleinsten. Dann der mittlere, dann der große. Ja, ihr kennt das Prozedere ja inzwischen schon. Es geht einfach darum, dass ich die ganzen Coupons haben möchte, damit ich nochmal so einen Mystery-Teppich oder eine Mystery-Tapete kriege hier am heutigen Tage. Mensch, die redet aber wirklich ganz schön viel. Jo, als nächstes brauchen wir die Größe Mittel. Ja, obwohl ich jetzt so viel Geld rausgeschmissen habe für die Rüben... 300.000 Sternis, um da genau zu sein. Obwohl ich so viel Geld rausgeschmissen habe, habe ich glücklicherweise immer noch genug Geld auf der Bank. Also ich brauche mir weiterhin keine Sorgen zu machen.
was meinen Geldvorrat angeht. So, wir haben es fast geschafft, Leute. Keine Sorge. Komm schon, ich will jetzt irgendwas Cooles haben. Oh Freude, 5 Aziza-Coupons sind dein allein eine glückliche Zahl. Dafür darfst du eine mysteriöse Tapete oder einen mysteriösen Boden erhalten. Möchtest du? Ja. Nehmen wir den, wir nehmen Boden. Dann will ich 5 Stück von deinen Aziza-Coupons nehmen. Habe Dank. Yo, hau raus. Aber das war natürlich immer noch nicht alles. Denn jetzt kaufen wir noch regulär eine mysteriöse Tapete und einen mysteriösen Boden. Ach, dieses Klicken durch das Menü. Dieses Klicken und Klicken und Klicken, beziehungsweise A-Knopf drücken und A-Knopf drücken und A-Knopf drücken. Es wäre so schön, wenn man skippen könnte. Vor allen Dingen, die sagen einfach immer wieder dieselben Sachen. Die ganze Zeit über sagen die dieselben Sachen. So, blau Standardmatte S. Dann haben wir braun Standardmatte M. Einen gelb Kilimteppich. Einen Bruchbudenboden. Eine Wolkenkratzer-Tapete. Und einen Pyramidenboden. Ich glaube, zumindest der Pyramidenboden ist neu. Ja, wir kommen heute einfach nicht zu dem Rundgang irgendwie. Es ist wie verhext, Leute. Es ist wie verhext. Und jetzt schauen wir uns erstmal noch die Böden an. Ja, ja, der Pyramidenboden. Derselbe, der auch bei Aziza... Ne, nicht bei Aziza, Quatsch. Bei Cleo, genau. Derselbe, der auch bei Cleo im Haus liegt. Dann haben wir eine Wolkenkratzer-Tapete. Ich glaube, die haben wir aber schon. Bruchbodenboden. Ach Gott! Sieht ja furchtbar aus. Das ist ja wirklich eine Bruchbude. Na, okay. Was hatten wir denn ursprünglich? Wolkengrund, ne? Genau, auf den Boden. Dann kommt der Rest ins Lager und dann können wir vielleicht wirklich endlich mal mit unserem Rundgang anfangen. Alter Schwede. Die Ameise kommt jetzt auch erstmal ins Lager. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal eine Fliege bekommen. Eine Fliege wäre noch cool. Wenn wir jetzt die Tage, beziehungsweise das machen wir diese Woche mal, wenn wir diese Woche mal ins Museum gehen, dann nehmen wir den ganzen Kram auch mal mit. Ich hätte zwischendurch auch noch Insekten gefangen. Ich hätte noch ein paar Fische gefangen. Und ich habe auch noch, ja, weiß ich nicht, 20 Fossilien oder so, die ich auch noch abgeben möchte. Von daher, wir haben noch genug Sachen, die wir noch abgeben müssen. Oh, Hallöchen! Oh, na, habt ihr Spaß? Alles in Ordnung? Husch, husch! Ah, man sehe sich nur diesen Himmel an. Mutter Natur kennt immer die Trendfarben der Saison. Bist du auch gerade spazieren? Juhu! Ich habe überlegt, was ich heute machen will. Fast hatte ich eine Idee, aber jetzt ist es schon abends. Oh. Man kann doch immer noch was machen. Nur weil abends ist? Oder nur weil Abend ist? Heißt das doch nicht, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, nichts mehr tun kann. Na wurscht. Neppi und Schleppi sind dran. Hallöchen. Hallo, willkommen in Nuxladen. Was haben wir denn hier? Ein Studierzimmertisch. Nein, den möchte ich nicht. Eine Hörsaalbank? Wobei, na doch, ich muss die Sachen ja kaufen. Ich vergesse immer, dass ich den Katalog vervollständigen möchte. Also, okay, der Tisch kommt doch mit. Es passiert sehr oft, dass ich den Laden betrete und sage, ich kaufe nichts und dann am Ende doch alles kaufe. Tja. Der aufmerksame Zuschauer wird es schon gemerkt haben. Na gut, hier haben wir nichts Neues. Textiltapete. Nö, 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 nö. Dinerwand, Weißziegelboden, Streifenboden. Nö, 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 nö. Hier ist nichts dabei.
noch irgendeinen Wunsch hast, wende dich jederzeit vertrauensvoll an uns. Ja, mache ich, keine Sorge. Vielen Dank, Dankeschön. Das heißt, als nächstes ist die Schneiderei dran. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Haben wir denn irgendwas Schönes heute? Uxel, was würdest du bei Kleidung als deinen Stil bezeichnen? Ah, ich weiß, dir gefällt bestimmt grün-weißes Karo-Muster, am besten auf einer Schürze. Tina, du musst doch nicht von dir auf andere schließen. Tja, was Kleidung angeht, kann es eigentlich nur besser werden. Das passt sogar zu Dave. Ein Ananas-Hawaii-Hemd. Ey, das sieht aber mega geil aus. Boah, das ist richtig cool. Boah, welches nehme ich denn? Grün. Grün-gelb, glaube ich. Ah, das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Das gefällt mir wirklich. Ein Lagentop. Ein Botanik-Shirt. Ein Poncho-Pulli. Tweetjacke. Aber die haben wir schon des Öfteren mal gesehen. Tja, Ausgeh-Shorts. Blumenspitzrock. Maler-Jeanshose. Outdoor-Hose. Rugby-Outfit. Nö. Sushi-Kochmütze. Weiß ich gar nicht. Habe ich die schon mal gekauft? Ich glaube, nein. Augummiblase. Ziegenbart. Den habe ich auf jeden Fall gekauft. Den trage ich ja auch normalerweise. Okay. Moment. Falsches Oberteil. Wollte ja hier so ein Ananashemd mitnehmen. Zack. Das ziehen wir aber nicht an. Vielen Dank. Ich schicke deinen Einkauf per Post in dein Lager nach Hause. Tschüss, Huxel. Wir sehen uns morgen. Wundervoll. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch Meilen abholen. Und wenn wir sowieso schon im Service Center sind, dann schauen wir noch einmal ganz kurz bei Nook Shopping rein. Ja, die App werde ich irgendwie nie so richtig benutzen, glaube ich. Unschuldsrosentapete. Ach Gottchen. Rot-Weiß-Fliesenwand. Die nehmen wir doch auch mit. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Ja, erster Tag, weil ich halt ein bisschen Mist gebaut habe. Bankautomat. 1,3 Millionen Sternis habe ich noch. Das heißt, dann gehen wir doch mal shoppen. Und zwar haben wir heute eine Laterne, ein Planschbecken, eine Truckerkappe, eine Sportbrille, ein Ciao-Shirt, Schnurrbartik-Shirt, eine Sofahose, Kappenturnschuhe und KK Liebeslied. Ich glaube, das habe ich aber schon. Na egal, ich kaufe das jetzt trotzdem. Ich kaufe das jetzt einfach. So. Tschüsschen! Ja, Nook und Melinda interessieren sich nicht so wirklich für mich. Dann gestalten wir heute noch ein bisschen weiter. Ach, ich hatte noch eine zweite Kamera bestellt. Die sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Ja, wir gestalten ein bisschen weiter, aber nicht da unten, sondern hier oben. Zumindest fangen wir an mit dem Gestalten. Denn wir haben hier rechts einen freien Bereich noch. Also dieser Bereich hier, den möchte ich gerne ein bisschen ausgestalten. Und ich weiß auch schon, was ich machen werde. Und zwar werde ich das Gebiet hier so ein bisschen erweitern. Wo ist denn der Zaun? Da, Heckenzaun. Ja, das Museumsgebiet werde ich so ein bisschen erweitern. So, dass das hier vorne mit dem Schmetterlingsgarten verknüpft ist, beziehungsweise dass der Heckenzaun mit dem Schmetterlingsgartens Heckenzaun verknüpft ist. Ja, 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 es ist schon schwer. Und hier vorne ziehe ich das weiter durch. Schön. Ich glaube, noch ein Feld weiter. Genau. Ja, dann haben wir hier so einen kleinen abgetrennten Bereich, wo wir noch was hinstellen können. Und ich weiß auch schon, was wir hier hinstellen. Aber, liebe Leute,
das machen wir dann beim nächsten Part. Ja, das war doch wirklich mal wieder ein schöner Part. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich Post bekomme. Also ich liebe es, Post zu lesen von euch. Und wir haben eine Ameise gefangen. Das ist doch wohl unglaublich. Eine 300.000 Sterni-Ameise war das. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, hier auf Huxeltopia in Animal Crossing New Horizons. Euer Huxel. Ciao.